Hi Leute und willkommen zurück zu Super Metroid. Wir sind hier beim letzten Mal irgendwie nicht weitergekommen. Ich habe noch ein bisschen rumgesucht und auch tatsächlich nichts gefunden und es ist doch noch genau das eingetreten, worüber ich die ganze Zeit über das NES Metroid, über das erste Metroid quasi abgelästert habe, dass man einfach irgendwo blind schauen muss, wo man durch irgendwelche Wände durchkommt. Und ich dachte, das gäb's nicht. Ich habe das Spiel schon mal durchgespielt, ne? Das hatte ich nicht in Erinnerung. Solche üblen Sachen merkt man sich ja dann doch eher öfters mal. Es gibt hier tatsächlich einen so einen Block in der Wand, wo man sich einfach durchballern muss, ohne irgendeinen Hinweis. Ach, guck mal, mit draufschießen reicht nicht, aber die normalen Morphball-Bomben hätten gereicht. Ach, guck mal, man kommt sogar noch höher, wenn man es drauf anlegt. Wow, man kommt relativ hoch damit, wenn man es irgendwann mal braucht. Okay, das muss ich mir mal merken. Ja, auf jeden Fall haben wir hier auch so eine Wand, wo man null sehen kann, dass man durchkommt. Okay, wenn man zufällig eine Morphball-Bombe davor liegt, dann wechselt sie immerhin schon mal das Symbol. Aber trotzdem, vorher ist es halt null erkennbar gewesen. Oha. Was wartet da oben auf uns? Warum bleibe ich immer an der Ecke da hängen? Springen wir einfach so rauf. Ja, sowas wird besser, wenn man irgendwann auch die Megabombe hat. Die macht, glaube ich, eine Riesenexplosion über den ganzen Bildschirm und legt, glaube ich, alles an Wänden frei. Okay, interessante Tür dafür, dass hier einfach so ein Raum ist. Es sah schon irgendwie wie so ein Bossfight-Raum aus oder so, hätte ich jetzt gedacht. Naja, oder interessanter Durchgang. Genau, die Megabombe macht das durchaus einfacher, solche Sachen zu finden. Okay, hier ist das Loch im Boden. Wir nehmen mal die Raketen hier mit. Boah, da muss ich ja glatt doch nochmal gucken, ne? Ob ich mal irgendwo eine Übersicht darüber finde, über Stellen, wo man sich einfach blind durch Wände bomben muss. Zumindest für den eigentlichen Item und Story Progress, ne? Für optionale Sachen fände ich es ja durchaus noch okay. Boah. So, hier ist auch nichts weiter in der Wand gewesen. Genau, hier nochmal gucken. Jetzt sowas rausgefunden haben, wie man eventuell noch höher kommt. Aber das Timing ist schon tricky, muss ich sagen. Wenn man zu spät ist, wird man quasi schon hochgeschleudert. Hallo? Warum geht's denn jetzt überhaupt nicht? Warum werde ich hier nicht mehr hochgeschleudert ein zweites Mal? Okay, es geht doch. Ich war nur zu früh dran. Ja, gut. Hier geht's auch nicht weiter. Gut, dass wir es mal ausprobiert haben. Dann gehen wir jetzt mal in diese Lücke hier rein, würde ich sagen. Okay, ich hätte jetzt irgendwie vermutet, dass es hier mal nach unten geht durch diese Röhren oder was auch immer es hier gibt. Aber auch das nicht. Hier geht's nach oben weiter. Nur, ob ich das mittlerweile raus habe. Ich bin schwer begeistert von mir selbst. Ist aber schön, ne? Wie ein Kästchen da oben eine Reihe quasi eine Bildschirmhöhe ist. Das macht die Karte ein bisschen übersichtlicher. Auch hier sieht es so aus, ne? Als wenn man irgendwie mal durch könnte. Okay, kann man tatsächlich. Hier sieht es überall so aus, so ramponiert, ja? Als wenn man... Oh, hier gibt es einige Durchgänge. Aber hier sieht man es wenigstens so ein bisschen, ne? Weil die Wände hier so angeknackst sind. Hallo? Das war jetzt zu spät. Das Zeitfenster ist tatsächlich relativ klein, muss ich sagen. So, wir können daher, wir können hierher. Was sagt die Karte? Falsch gedrückt. Rechts wäre ein Safe-Raum. Nach unten weiß man gar nicht so ganz genau. Fallen wir nach Norfair? Oder wohin fallen wir hier? Einfach in die untere Ebene. Ich glaube, ich will doch lieber erst in den Safe-Raum, Leute. Ah nein, wir kommen nicht wieder zurück. Scheiße, die Tür ist verschlossen hinter uns. Oh, was geht hier ab? Was geht hier ab? Wer schießt diese Stacheln auf mich? Okay, er ist besiegt. Ich dachte erst, es wäre ein Boss. War es aber offensichtlich nicht.
dachte, es wäre Kraid, aber für Kraid wäre er ein bisschen klein gewesen. Ich glaube, im ersten Metroid, ne, war Kraid tatsächlich relativ klein. Ich glaube, das NES war auch nicht fähig, so Riesensprites wirklich flüssig zu animieren und darzustellen, ja. Aber ich glaube, spätestens hier in diesem Spiel ist er deutlich größer. Auch in Metroid Dread war er quasi bildschirmfüllend gewesen. Der gute Kraid. Genau, wir nehmen erstmal die Speicherstation auf jeden Fall mit. Wer weiß, was uns da unten noch erwartet. Also ich erwarte hier eigentlich jeden Moment nochmal irgendeinen Bossfight, muss ich sagen. Einerseits wegen dieser komischen Tür, durch die wir da durch sind. Und auch weil da schon so ein Mini-Kraid quasi gerade vor uns stand. Ja, ich bin mal gespannt, wie viele Stellen es noch gibt, wo ich nicht so auf Anhieb den Weg finden werde. Es wird ja noch lustig werden. So, jetzt ist hier wieder alles zu. Die können wir einfach wegballern. Ja, ansonsten aber nichtsdestotrotz, ne? Super Metroid ist eigentlich so eins der Metroidvanias, an der sich irgendwie zumindest andere Spiele dieser Gattung doch immer messen müssen. Symphony of the Night fällt mir noch ein, ist auch einer der absoluten Klassiker im Genre. Mittlerweile auch Hollow Knight, würde ich sagen, ne? Hollow Knight finde ich auch absolut grandios. Oh, da sieht nach Bossraum aus. Ja, das sind auf jeden Fall so die Spiele, ich meine, alle Metroid-Spiele sind immer krass gut, keine Frage. Nichtsdestotrotz, Super Metroid ist einer der absoluten Klassiker. Und ich finde, die drei sind so die Messlatte, an der sich alle messen müssen. Achso, wenn sie die Ressource komplett voll hat, lädt sie sich nicht damit auf, okay? Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass hier ein Bossfight folgt. Wir werden komplett aufgeladen. Auf der Karte hat man schon gesehen, ist irgendein seltsames Zeichen. Man hat auch hier die Möglichkeit, sich voll aufzuladen. Oh, hier liegt auch irgendwas rum, was von irgendwelchen Parasiten befallen ist. Oh, wow. Was stimmt denn mit dir nicht, Tür? Okay, Tür ist offen. Oh Gott. Ich wollte gerade sagen, hier ist ein leerer Raum, was soll das? Jetzt geht hier die Party ab. Und da kommt da, Kraid ist es tatsächlich. Man sieht auch schon, er ist hier bildschirmfüllend. Ja, auch das ist natürlich was. Was so das? Wow. Was muss ich machen? In sein Maul? In seine Augen? Treffe ich seine Augen? Man sieht es gar nicht so genau, was man trifft, ne? Ist so ein bisschen das Problem. Ja gut, seine Hand. Es trifft schon, ne? Seine Augen. Ah, nee, seinen offenen Mund muss ich treffen. Okay. Wow. Okay. Es ist wirklich 1:1 der Fight aus Dread. Das hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Wow. Nur in Dread. Haben seine Stacheln, die er da unten schießt, halt irgendwie nochmal für... ja, hier für Aufstiegsstufen an der Wand gesorgt, ne? Aber ich bin noch nicht so richtig sicher, wie dieser Bossfight hier funktioniert. Okay, diese Krallen kann man auf jeden Fall abschießen. Damit können wir uns so ein bisschen auffüllen. Ja gut, wenn wir einen Doppelsprung hätten, könnte man diese Raketen mitnehmen. Aber das geht gerade nicht. Wenn ich mal irgendwie wüsste, was hier konkret zu tun ist, ja? Oh no. Naja, lebenstechnisch ist es alles noch ganz okay. Aber ich habe doch das Gefühl... Ich glaube, ich muss ihn immer einmal auf die Augen treffen und dann reißt er sein Maul irgendwann auf, oder? Genau, und dann kann man... Okay, dann könnte ich eine Megamesse Missile hinterher schicken. Ja, ungefähr so, aber jetzt bin ich ziemlich am Arsch hier mittlerweile. Okay, er hat auch deutlich die Farbe geändert.
Aber die Dinger lassen nur Raketen fallen und nicht so viel Leben, oder? Diese Krallen, die er hier rumschießt und schmeißt. Mega-Missiles. Okay, so schnell konnte ich jetzt nicht switchen. So schnell auch nicht. Naja, eine Rakete schon mal drauf. Ist schon mal ganz okay. So, jetzt Mega-Missile. Nicht geklappt. Shit. Oh no! Okay, jetzt läuft es gerade auch lebenstechnisch ein bisschen aus dem Ruder. Ach so, die Dinger kann man auch kaputt machen? Oder wann und warum leuchten die? Okay, ich glaube, ich liefere hier den schlechtesten Crate-Fight aller Zeiten ab, oder? Ich brauche auf jeden Fall mehr Raketen oder sowas. Oh, und auf gar keinen Fall weniger Leben. Oh, ne Mega-Missile. Oh no. Aber jetzt wird's lebenstechnisch auch kacke. Okay, okay, okay. Ich glaube, beim zweiten Mal kriege ich es hoffentlich ein bisschen besser koordiniert. Dann müssen wir auch nicht an Crate sterben. So, wir bedienen uns natürlich nicht immer der Virtual Console, um uns wieder einen Speicherstand anzulegen oder zurückzuspielen oder so. Ich will es natürlich schon ein bisschen regulär spielen. Nur wenn die Laufwege zu extrem lang und zu extrem blöd werden, dann werde ich mir das ab und zu mal gönnen. Oh, ernsthaft, Leute. Ich will jetzt nicht nur mit halbem Leben in den Bossfight gehen, ja? Oder unten kamen ja auch noch Gegner, oder? Vertue ich mich? Ja. Okay, die hinterlassen auch nur ein bisschen Leben. Diese halbhohen Dinger, ne? Oh. So, der hinterlässt, glaube ich, einiges, ne? Genau, lebenstechnisch, okay, sind wir einigermaßen voll, wenn wir hier dann wieder ankommen. Letztes Mal sind wir direkt oben lang gegangen, oder? War hier der Crate-Raum oder war der... Was war hier? Ah ne, hier war das Aufladeding. Okay, so oder so kann man das immer komplett aufladen. Ich dachte, das wäre weiter hinten bei dem Save Point gewesen, aber es war direkt über dem Boss. Okay, das ist ja ganz angenehm. Man kann ja, abgesehen von den Mega-Missiles, easy immer hier hinlaufen, ohne uns Sorgen darüber machen zu müssen, mit wie viel Leben und Raketen wir hier ankommen. Gut, dann probieren wir es jetzt nochmal. Ach, guck mal, haben wir noch... Oh. Ja, komm. Wie viel haben wir verloren? Na, es geht noch. Ja, wenn ich aber jetzt nochmal fünfmal gegen die Decke hier springe, dann wird es irgendwann deutlich weniger. Komm schon, Crate. Hauen sie rein. Muss man jetzt ehrlich sagen, wie die anderen Bossgegner heißen. Die sind, glaube ich, auch relativ ikonisch für die Serie. Aber abgesehen von Ridley weiß ich es dann auch gar nicht mehr so ganz genau. So, wir müssen immer gucken, dass die Hand nicht da ist. Und dann... Ach so, zwei Raketen reichen, um ihn in diese nächste Phase hier zu bringen. Interessant. Okay, solange er so zurück läuft, passiert hier noch nicht so viel. Oh no, das war maximal dämlich gewesen. Dass man hier noch keinen Doppelsprung hat, ey, das nervt. So. So, noch eine Mega-Missile. Zack. Ah, okay, wir haben ihn noch in eine weitere Phase bekommen. Ist das gut oder schlecht?
das war es jetzt schon gewesen, oder wie? Jetzt, wenn man dann doch einmal einigermaßen vorbereitet da reingeht und weiß, wie es funktioniert, ist es dann doch nochmal deutlich einfacher als gedacht. Weil es eigentlich darauf vorbereitet, dass noch irgendwie eine dritte Phase oder so kommt, aber das hat das Spiel dann irgendwie doch nicht hergegeben. So, was kriegen wir denn hier Schönes? Varia-Suit. Varia-Suit heißt wahrscheinlich, wir können durch heiße Bereiche gehen, oder? Das wäre zumindest das Naheliegendste, was mir einfallen würde, was uns ein neuer Suit im Moment bringt, weil wir ja so heiße Bereiche auch schon gesehen haben. So, jetzt haben wir auch so ein klassisches Orange. Das ist doch schon mal ganz nice. Nee, hier wollte ich hin. Samus. Charge, Supply, Varia Suit. Aber es wird einem... Ah, dann kriegt sie auch die runden Schultern, die ja auch relativ ikonisch sind. Boah, man es hier gar nicht so krass sieht, oder? Ja, doch, wenn man es abschaltet. Obwohl, es geht, ne? Es ist nicht so groß, der Unterschied. Von der Schulter her. Eigentlich ist es nur eine andere Farbe, ne? So, hier gibt es bestimmt auch noch, wenn wir irgendwann mal mehr Bewegungsfreiheit nach oben haben, kann man hier bestimmt auch noch weiter. Boah, diese Dornen und Stacheln hier überall, das nervt. Wollen wir uns oben noch eine Auffüllung gönnen? Ne, brauchen wir eigentlich nicht, ne? Komm, explodiere, genau, hier werden wir auch mal gut aufgefüllt. Gegner sind hier ansonsten keine... Ah doch, da sind sie wieder. Okay. Ja, auch das Leben können wir noch mitnehmen. Hier war der Safe-Raum. Sollen wir safen? Ja, sicherheitshalber mal, ne? Haben wir es besiegt. Safen nicht so verkehrt. Wo ich natürlich auch Virtual Console-mäßig safen könnte. Aber das will ich nicht überstrapazieren. Ja, cool. Ich glaube, wir haben den ersten fetten Boss besiegt, der auch diese Tür, diese Statue, diese Vierer-Statue da quasi blockiert, wenn man die alle besiegt hat, dass man da dann weiterkommt in dem Raum. Achso, da musste ich gar nicht sprengen. Nur hier am Ende muss ich sprengen. So, alle weggeballert. Und dann mal hier durch wieder. Ja, jetzt müssen wir uns ein bisschen den Weg hier zurückbahnen, ne? Bis wir wieder in die Hitzebereiche kommen, denke ich. Ach ne, guck mal, die Tür ist jetzt auch auf. Die war vorher auch noch geschlossen. Okay, die kriegt man nur mit Raketen kaputt. Das war ein bisschen mehr als gedacht. Aha, ich wollte schon sagen, ein interessanter Raum hier, wo einfach nichts ist. Das kann es ja irgendwie auch nicht sein. Okay, wir haben einen weiteren optionalen Energy Tank erhalten, der sogar relativ gut versteckt war und nicht einfach im Weg rumlag. Ne? Von daher sehr nice. So, es war also doch quasi eine Eingangstür Richtung irgendeines Bosses. Achso, das war wieder hier die Nummer, glaube ich, ne? Wo wir nur mit diesen Missiles durchkommen. Ich muss immer noch rollen, obwohl ich zwei Dinger beseitigt habe. Okay, wir probieren das jetzt mal. Ich meine, Varia Suite wäre, um durch erhitzte Gebiete gehen zu können. Ich glaube, hier unten hatten wir ja ein, zwei Türen davon. Wo es ziemlich heiß hinter war. Ich glaube, es war sogar direkt einer der ersten hier. Oh, mal wieder einen falschen Knopf gedrückt natürlich. Aber erstmal bei dem Safe-Raum da unten.
einen Besuch abstatten. Mir ist übrigens mal wieder in der Bearbeitung des ersten Videos aufgefallen, dass da auch noch irgendwo ein Gang war. In dem ersten Gebiet. Brinster heißt es ja, glaube ich, ne? Da war eine Tür, wo ich mit dem Morphball durch konnte. Oder hinter der Tür ging es nur mit dem Morphball weiter. Da hatte ich den Morphball aber noch nicht. Dann hatte ich ihn irgendwann und ich glaube, ich habe sogar auch erwähnt, dass ich diese Tür nochmal aufsuchen wollte. Aber dann habe ich es letztendlich, glaube ich, doch nicht gemacht. So, hier links brauchten wir die Geschwindigkeitsdinger, das weiß ich noch. Und hier rechts war heiß. Okay, theoretisch könnten wir Hitze, praktisch kommen wir jetzt gerade da oben nicht hin. Aber wenn wir uns jetzt gescheit anstellen... Mann. Aber ich stelle mich nicht gescheit an. Ein Sprung mehr müsste ich schaffen. Aber es läuft gerade gar nicht. Boah. Das war deutlich zu früh. Es muss hier auch gehen. Oder hält mich die Hitze irgendwie auf? Es kommt mir so ein bisschen träger vor. Aber ich bin mir nicht sicher, wo gerade beim zweiten Mal es am Timing hakt. Oh no, jetzt habe ich mich aus Versehen groß gedrückt. Okay, ich glaube auch beim Hochspringen muss ich deutlich später. Oh no, no, no. Boah. Es muss quasi im Moment der Explosion sein, ja? Oh, ich hab's geschafft, Leute. Ich glaube nicht, dass es... Also es wird kein Secret Break sein, ne? Dafür ist es nicht bugmäßig genug. Kann nur trotzdem sein, dass wir dieses Gebiet jetzt eigentlich in einer Reihenfolge angehen, die nicht unbedingt so vorgesehen war. Jetzt sind wir eh ganz unten gelandet. Prima. Vielleicht ist es auch so vorgesehen, ich weiß es nicht. Hier unten ist ja gar keine weitere Tür. Ich hätte jetzt eher vermutet, dass man mal von unten irgendwie reinkommt. Oder noch einfacher, man hätte sich einfach durch den Boden bomben können. Okay, es ist doch so vorgesehen. Das war dann definitiv die einfachere oder wäre die einfachere Variante gewesen, einfach mal den Boden wegzuschießen. Auch hier unten die Musik finde ich relativ cool. Ne? Wir sind hier quasi in den tiefsten Tiefen des Planeten. Es blubbert so ein bisschen rum um uns. Ist halt mehr so eine Lavahöhle hier. Auch die Melodie. Diese Soundkulisse hier ist irgendwie relativ bekannt, glaube ich. Also... Ich empfinde sie zum Beispiel irgendwie als eine Art Klassiker, den man irgendwie kennt. Ich weiß nicht, ob das alle so sehen. Okay, es gibt auf jeden Fall noch heißere Gebiete, hat man gerade gesehen. Die Lava, auch da bin ich fast sicher. Ja, man verliert relativ schnell Leben. Auch da bin ich fast sicher, dass wir da irgendwann noch rein können. Aber für den Moment können wir nur in die kochend heiße Luft und nicht in die noch ein paar tausend Grad heißere Lava. Oh, die Jungs. Okay, man ist auch super träge und muss aufpassen, dass man nicht drauf geht. Nee, nee, da braucht man noch irgendeinen anderen Suit für. So, zack, Tür auf. Okay, hier macht das den Eindruck, als wenn ein Vulkan ausbricht. Oh ja, und hier steigt auch die Lava. Ah, okay, sie steigt Gott sei Dank nicht unbegrenzt. Okay, mit einer Mega-Missile kriegt man diese Viecher weg. Wir lassen sie einfach am Leben. Ein feuerspuckendes Seepferdchen treibt hier sein Unwesen. Auch nicht schlecht. Okay, für das Seepferdchen reichen immerhin normale Missiles.
Komm noch mal rauf hier. Oh, da kommt noch eins. So, Nummer eins ist weg. Boah, hier sind ganz viele. Das nervt. Da muss man echt aufpassen, dass man nicht drauf geht, wenn man hier dumm in die Lava springt. Hoppla. Aber ich glaube, jetzt haben wir es fürs Erste geschafft. Wo sind wir denn jetzt hier mittlerweile? Norfair sind wir jetzt ein ganzes Stück nach rechts gekommen. Okay, bisher konnten wir hier auch nicht allzu viel entdecken. Wir bomben mal ein bisschen. Ah, guck mal, hier kommt man mit einer Megabombe durch. Ja, das müsste man sich mal alles merken können, ne? Oder man müsste sich mehr Notizen machen. Okay, auch hier würden wir durchkommen. Wollen wir hier durch? Ah, interessant. Boah, jetzt sind wir hier in so einer Art Röhrengebiet oder so. Und sind jetzt vom Weg abgekommen, ja? Na, guck mal, da oben ging es auch noch durch. Hat man gesehen, dass dieses Viech hier durchgeht? Ach so, okay. Mit dem Megabomben käme man jetzt hier durch. Und hier kommen wir jetzt, glaube ich, auch in den Gang zurück, wo wir bisher einfach noch nicht reingekommen sind. Oh. Ja, interessant, wo man hier alles so hinkommt. Okay, das ist eine Sackgasse. Geht nur von der anderen Seite. Okay, das Viech hier haben wir besiegt. Bringt uns aber auch nur so semi... Boah, falsche Waffe ausgewählt. Jede Menge Mega-Missiles verfeuert. Ja, bringt uns nur so mäßig viel hier unten, ne? Sieht jetzt auch fast so aus, ne? Als wenn man da noch rein könnte in die Wand. Können wir aber nicht. Auch hier. Müsste man mal den ganzen Boden und die ganze Decke wegbomben. Achso, das war dieser Gang, wo man nur schnell rennenderweise hier durch kann. Okay, interessant. Bin mal gespannt, ob wir hier noch unseren Super Dash oder wie der auch immer heißt, kriegen. Oder die Megabombe. War ja auch schon ein Durchgang in dem einen Boden da gewesen. Na ja, gut, gehen wir nochmal hier runter. Beziehungsweise ich frage mich, da rechts oben sieht man so einen Punkt in diesem Raum, ne? Ach so, das, da sind wir, glaube ich, dran vorbeigeleitet worden. Da kommt man dann, wenn, wahrscheinlich von der anderen Seite irgendwie rein oder so. Sieht alles verdächtig aus hier. Jede Wand sieht verdächtig aus jetzt. Seit wir diese eine Wand hatten, wo es nicht so die Andeutung gab, dass man sich da irgendwie durchsprengen kann. Hier nur ein Vieh raus oder baller ich hier direkt immer so einen Fünferpack weg? Nein, auch hier sind mehrere drin durchaus. Glaube ich, wenn sie rauskommen, hat man nur die Möglichkeit, auch alle auf einmal wegzuballern. So, ich wollte eigentlich mal das hier probieren. Möglichkeiten, sich wieder aufzuladen, hat man hier durchaus genug. Ups, ich bin irgendwie in die Tür zurückgesprengt worden. Aber entweder, weiß ich nicht, ist das ein reiner Aufladeraum oder ich verstehe nicht so recht, was das Spiel hier von uns will. Ne, es gibt hier irgendwie nichts. So, voll sind wir wieder. Dann können wir hier ein bisschen weiter absteigen. So, sind wir endlich ganz unten angekommen.
Bodentechnisch gab es hier auf jeden Fall nichts wegzusprengen. Okay, mehr Lava. Oh wow, was machst du denn mit mir, Viech? Jetzt sind hier noch so komische... Boah, mega Slowdown. Ist das die Original-Emulation oder liegt das... Also das Originalspiel, was ja auch den Slowdown hat? Oder liegt das am überforderten Emulator? Was schon ganz schön traurig wäre. Boah, wieder ein Raum, wo die Lava hochsteigt. Also entweder... kriegen wir noch was, um durch Lava zu rennen? Oder wir müssen uns an solchen Räumen beeilen, um da vielleicht irgendein Goodie oder so rauszuholen? Ich weiß es nicht. Ach, hier geht's direkt durch. Aber auch leider... eine Einbahnstraße. Okay, und hier unten geht's auch nicht weiter. Dann gehen wir in den Lavaraum da oben. Beziehungsweise, ich glaube, da machen wir beim nächsten Mal weiter, Freunde. Es ist nämlich mal wieder an der Zeit. Mal gucken, was uns hier in Norfair in dieser Lavahöhle noch erwartet. Ich glaube, wir starten sie beim nächsten Mal nochmal neu. Obwohl, ich weiß gar nicht, wo ich schnell hin sollte, wenn die Lava steigt. Müssen wir beim nächsten Mal gucken. Also, Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir noch ein Däumchen nach oben oder eventuell so ein Abo da. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.